So, willkommen zurück und da sind wir auch. War noch gerade einkaufen und verkaufen und hab mal endlich so eine zwergische Streitaxt für unseren Zwerg gekauft. Und ein bisschen mehr Schaden drückt er jetzt, zumindest mal laut den Werten. Wenn man den Werten vertraut, sollte das dann also etwas mehr reinhauen. So. Mal gespannt, was denn jetzt da war. Ich weiß es nicht mal genau. Ist bei mir auch schon das ein oder andere Jahr her, wo ich das Spiel gespielt habe. Braucht ihr etwas, Hauptmann? Kannst du mich wohin führen? Nennt den Ort und ihr seid dort. Wohin soll es gehen? Oh, welch Reim. In den Innenhof, okay. Folgt mir. Schwuppsdiwupps, okay. Nennt mir den Ort und ihr seid dort. Uhu. Sie hat bessere Tage gesehen. Und das wird sie wieder. Diese Feste wurde im Krieg mit dem Fürst der Schatten zerstört. Es war eine dunkle Zeit für Niewinter, doch wir haben ausgeharrt. Genau wie ihr heute. Kreuzwegfeste scheint wieder aufgebaut worden zu sein. Ich hatte Befehl, euch herzubringen. Lord Nesha hat eine Aufgabe für euch. Und vielleicht kann unser Gast sehen, was ihr in den kommenden Tagen bekämpfen werdet. Diese Leute um euch herum. Sie hören nun allein auf euren Befehl. Ihr seid ihr Hauptmann in Niewinters Diensten. Rüstet diese Feste für den Krieg, sammelt Truppen unter eurem Banner und seid bereit für den Angriff, wenn der Feind sich zeigt. Um euch zu helfen, die Feste zu verwalten, hat Lord Nesha euch einen Offizier zur Seite gestellt, Kana. Und Meister Servus. Wiedel wurde verpflichtet, euch beim Wiederaufbau der Feste und der Umgebung zu helfen. Ihr seid nun Meister dieser Feste. Ihr habt es euch durch euren Dienst und euer Blut verdient und ihr habt mein Vertrauen und das Lord Neshas gewonnen. Dies ist euer Land. Verteidigt es für eure Leute und für Niewinter. Selbst jetzt fällt der Schatten auf diese Ebene. Und doch bewahrt sie ihre Schönheit. Es überrascht mich nicht, dass unsere Feinde diesen Ort mit ihren Schwertern und ihrem Krieg entstellen wollen. Ich muss wissen, was ihr über diese Bedrohung wisst. Die ersten Anzeichen dieses Konfliktes, die ihr saht, waren nicht der Anfang. Sie sind nur ein Blick auf Dinge, die tief in die Vergangenheit und die Gegenwart reichen. Es ist alles Teil eines größeren Krieges, wie jener, der mein Volk vor langer Zeit durch das Schwert von Gith spaltete. Die Tragödie ist mit einer solchen Klinge verbunden. Die Schatten, die ihr seht, in der Dunkelheit lauert ein Fürst in ihnen. Und er hat bereits früher auf dieser Ebene gegen jene gekämpft, die Giths Hass an sich genommen haben, die Githyanki. Dieser Fürst und die Githyanki, den wahren Hass zwischen ihnen zu kennen, ist schwer. Er griff sie vor langer Zeit an, versuchte, seine Schatten über ihre Festungen zu werfen. Der Kampf war schrecklich, gnadenlos. Und nur durch den Tod Tausender von Githyanki wurde dieser Fürst der Schatten zurückgetrieben. Aber so viele Tausende ihres Volkes sie auch verloren, sie konnten nur das Portal vernichten, durch das er sie angegriffen hatte. Und so wurde den Githyanki der Sieg verwehrt. Und sie ließen ihren Krieg ruhen. Aber wisset, dass die Githyanki ihre Feinde nicht vergessen. Obwohl der Fürst der Schatten vertrieben wurde, suchten sie noch einen Weg, ihn auszuschalten. Und so schrecklich es ist, dass die Gefolgsleute Giths euch jagen, dieser Fürst der Schatten ist noch gefährlicher. Aha, okay. Große, lange Lektüre. Wo ist dieser feste Schatten und wie halten wir ihn auf? Ich werde euch helfen. Doch vielleicht ist es bereits zu spät. Der Fürst der Schatten war nicht immer mit der Dunkelheit verbunden. Und das ist Teil der Tragödie. Sein Wille galt einst einem antiken Reich, der Bewachung seines Volkes. Er war einst das Licht Illiphans, mit der Macht versehen, es vor seinen Feinden zu schützen. Und er war mit der natürlichen Magie der Ebene verbunden, dem Gewebe. Aber genau wie ein Ritual den Wächter erschuf, der zum Schatten wurde, gibt es ein Ritual, ihn zu vernichten. Es ist ein Ritual der Läuterung, das dazu dient, ihm Frieden zu geben, wenn seine Tage der Opfer gezählt sind und das Reich ihn nicht länger benötigt. Wenn das Ritual existiert, liegt es in den Ruinen der illiphanischen Stadt Awan. Dort müsst ihr euch reinigen und Kraft für die bevorstehende Schlacht sammeln. Ich habe den Ort auf eurer Karte markiert. Aha, okay. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, ja, dann mal auf. Wisset, dass dieser Pfad gefährlich ist. Selbst die Illiphan, so mächtig sie auch waren,
konnten den Fürst der Schatten nicht besiegen. Aber wisset, dass dieses Ritual der Läuterung und die Klinge unserer Feinde die einzige Möglichkeit sind, ihn zu besiegen. Das hört sich ja interessant an. Okay, also dann. Was wollen wir denn da jetzt? Was, wenn ich ihn versehentlich entfessle? Okay. Er macht seine Anwesenheit bereits jenseits seiner Ketten bemerkbar. Der Vorteil liegt bei ihm. Wenn ihr den Feind nicht angreifen könnt, ist die Schlacht bereits verloren. Ihr zweifelt an mir, weil ihr mich nicht kennt. Ihr braucht Verbündete, Kalakcha. Nicht noch mehr Feinde und Zweifel. Denn ein zweigeteilter Verstand teilt das Schlachtfeld und eure Macht in zwei Hälften. Ich bin eine Serf. Und ich schwöre beim Zirkel Serthimons, dass meine Worte wahr sind. Und wisset, dass euer Leben für mich so wichtig ist, wie für die Githyanki euer Tod. Und dieser Fürst, wisset, dass er uns alle bedroht. Okay. Dieser Titel, Kalakcha, wisst ihr um seine Bedeutung? Mehr oder weniger. Ihr tragt diesen Titel, weil der Name euch kennt. Selbst wenn ihr ihn nicht kennt. Aber lasst mich meine Gedanken gerade heraus ausdrücken. Sie nennen euch Splitterträger, Kalakcha, weil ihr einen Splitter des Schwertes von Gith in euch tragt, nahe eures Herzens. Und ihr habt ihn immer bei euch getragen. Einst hieß es, dass Giths Schwert nie wieder eine Scheide finden würde, wenn es gezogen würde. Ah, nun seid ihr seine Scheide. Sie hören sie singen, genau wie ich. Sie flüstert all den Hass Giths und des Krieges, den sie über die Ebenen brachte. Des Krieges, der uns alle vernichtet hätte, wenn Serthimon nicht bei der Verkündung der zwei Himmel mit ihr die Klingen gekreuzt hätte. Ja, ist ja alles schon gut, aber was muss ich tun? Wisset, dass nur ihr Giths Schwert wieder vereinen und es einsetzen könnt. In einer Schlacht, die unsere Lande und deren Bewohner von einem Bösen befreit. Noch größer als das Böse, das die Illithiden über mein Volk bringen wollten. Es gibt niemand anderen. Und wenn der Titel Kalakcha euch missfällt, dann müsst ihr einen anderen Titel schaffen. Und vielleicht wird euer Name der Schlachtruf sein, der diesen uralten Feind, den Fürst der Schatten, besiegt. Mein Schlachtruf ist Trollololololol, das sollte reichen. Ihr reist also mit mir? Ich verkünde euch dies. Größer als die zwei Tode als einer. Mit einer Stärke, die Verkündung der zwei Himmel widerhallen lässt. Ich gebe die Verkündung der drei in Dunkelheit, zwei im Licht ab. Wenn wir beide diesem Fürst in seiner Festung begegnen, wird es eine Schlacht zwischen dreien. Und wenn sie vorüber ist, werden wir zwei im Licht schreiten und ihr werdet wahre Freiheit kosten. So wie Gith und Serthimon, als sie den Willen der Illithiden bei Sargassas Ende brachen. Ich gebe euch mein Leben, Kalakcha. Und ich bitte euch, euren Weg mit euch teilen zu dürfen. Ich hätte eine gute Politikkarriere, ich verstehe kein Wort. Ich danke euch, Dingensbummens, und eure Hilfe ist mir willkommen. Dann sprechen wir nicht mehr davon, nun, wo mein Eid geschworen ist. Nun müssen wir zu den Ruinen der Kultur von Illifan reisen, okay, um dort die Rituale zu vollziehen, durch die ihr euren Geist gegen den Fürst der Schatten wappnet. Zuerst will ich erstmal da hier Dingens der Kreuzwegfeste machen, aber naja, wo finden sich diese Ruinen? Ich habe die Position der Stadt auf eurer Karte markiert. Dort werden wir finden, was wir suchen, und das Ritual der Läuterung vollziehen. Okay. Gucken wir uns erstmal hier um. Arbeiter, Kelga und Co., Graumantel. Gasthaustür, wir haben ein eigenes Gasthaus, wie cool ist das denn? Viel zu lange ist es her. Ach, der Bischof. Ach, das war doch der eine Kerl da aus der Flaschenpost. Interessant. Wo ist denn der Rest der Rasselbande? Ist er das doch, Hauptmann, oder? Ich bin's. Sir von der Flaschenpost. Ja, früher mal von der Flaschenpost. Ich wische seit Jahren für euren Onkel die Tische, immer mit dem Versprechen, einmal meine eigene Taverne zu haben. Es schien immer nur leere Worte zu sein, bis ihr kamt. Als ich hörte, was ihr aufbaut, habe ich meine Sachen gepackt, einen Abschiedsbrief geschrieben und hier bin ich. Ihr wollt ein Gasthaus betreiben? Dachtet ihr, ich will den Rest meines Lebens Teller und Humpen waschen?
Ich wollte schon immer meine eigene Taverne eröffnen. Diese Feste hat einfach alles. Sie liegt an der Handelsstraße, es kommen jede Menge Karawanen vorbei und... Nun ja, ihr seid hier. Ich kann hieraus eine anständige Taverne machen, mit Unterhaltungsabenden. Oh, und gutem Essen. Ich habe doch erwähnt, dass ich Koch bin, oder? Ich freue mich darauf, mit euch zu arbeiten. Ihr habt das Sagen. Naja, eigentlich hat Lord Nisha das Sagen und sein Abgesandter hat schon alles genehmigt. Ihr werdet jede Menge Vorteile daraus ziehen. Ich bringe Kundschaft, biete den Händlern einen Ort zum Trinken, Essen und Geld ausgeben. Vertraut mir einfach. Ihr braucht eine Taverne und das bedeutet, ihr braucht einen Gastwirt. Mich. Und alle eure Getränke gehen aufs Haus, Hauptmann. Wie läuft das Geschäft? Wir haben Gäste, nicht sehr viele, aber einige Gäste haben wir. Es könnte besser sein, ich habe einen Meisterbaden gefunden, der einen Lehrling herschicken könnte, um hier zu singen. Aber das Gasthaus muss voller sein. Es muss jemand zu seiner Musik tanzen, sagt er. Wenn ihr also jemanden seht, der hier arbeiten möchte, schnappt ihn euch. Okay, wird gemacht, Chef. Wobei, eigentlich sind wir ja der Chef, aber egal. Mal gucken, ob wir mit dem noch reden können. Was will der große Hauptmann der Kreuzwegfeste also von seinem bescheidenen Fährtenleser? Wollt ihr etwas jagen, Herr? Oder einen verlassenen Pfad auskundschaften? Schluss mit dem Spott, Bischof, verstanden? Spott? Euch zu verspotten liegt mir fern. Ich benutze nur euren neuen Titel. Als Nashers Schoßhund. Wollt ihr so etwa den Rest eures Lebens verbringen? Mit einem Knappen an der Seite? Einem bemalten Schild? Und einem lächerlichen Ehrenkodex? Diplomatie, Bischof, ihr kanntet mich, bevor ich die Kreuzwegfeste übernahm. Hat es mich wirklich verändert? Wir haben sie doch erst ein paar Minuten. Hallo? Ja, das glaube ich. Ich sehe das Glänzen in euren Augen, immer wenn ihr die schwelenden Mauern der Feste anseht. Behandelt mich wie einen eurer Lakaien und ihr werdet es bereuen. Und versucht bloß nicht, mich rumzukommandieren. Ich bin mein eigener Herr. Verstanden? War das alles? Oder habt ihr Befehle für mich? Ich hatte einige Fragen an euch. Was können wir das nicht alle? Und Fragen stellen. Scheint Probleme mit Lasken zu haben. Na gut, das ist eigentlich eine dumme Frage. Wer hat das nicht? Wisst ihr etwas über den Sumpf? Das ist ein großer, gefährlicher Sumpf. Viele Schlachten wurden dort geschlagen. Da liegen eine Menge Leichen im Wasser. Man kann sich dort leicht verirren. Aber das kennt ihr aus Westhafen, oder? Das stimmt. Hat Duncan etwas darüber gesagt? Duncan hat so etwas erwähnt. Er sagte, euer Dorf wurde angegriffen. Deshalb seid ihr in Niewinter. Glaubt mir, egal was in eurem Dorf passiert ist, wäre wohl leichter zu regeln, als nach Niewinter zu kommen. Aber ihr Hafenleute, ihr seid ein zäher Haufen. Von dort vertrieben worden zu sein, war sicher beängstigend. Na, wir gehen jetzt erstmal. Ich will gehen. Hallo, zwei. Dann klicke ich halt drauf, wenn es anders nicht geht. So. Gehen wir jetzt mal mit unserem Offizier hier labern. Wir müssen ja erstmal hier uns um die Feste kümmern, bevor wir weitermachen. Also ich würde mal sagen, das machen wir, dass wir uns erstmal um die Feste kümmern. Weil hier wird früher oder später die große Schlacht geschlagen und ich würde gerne hier halbwegs vorbereitet sein. Offizier Kana meldet sich zum Dienst, Hauptmann. Lord Nashor hat euch eine große Ehre zuteilwerden lassen. Aber diesen Ort wieder aufzubauen, ist eine beachtliche Aufgabe. Eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen, Hauptmann. Ich bin Meister Wiel. Ich will ehrlich sein. Diese Feste ist in desaströsem Zustand. Wir werden alle Ressourcen brauchen, die ihr beschaffen könnt, um sie zu restaurieren. Mit der Hilfe meiner Männer können wir diese Feste in ein wahres Meisterwerk der Baukunst verwandeln. Meister Wiedel ist ein wahrer Meister seines Fachs, fähig genug, seine Versprechen einzuhalten. Wenn auch etwas exzentrisch. Ich habe mich schon umgesehen. Es gibt sehr viel zu tun. Der Innenhof ist ein Schandfleck, aber das lässt sich schnell beheben. Es bedarf nur einiger starker Arme und ihr werdet die Feste nicht wiedererkennen. Und tja, was unter dem Schutt liegt, wird kein schöner Anblick sein, aber es wird nicht lange dauern, bis die Feste geräumt ist. Wir begeben uns auf ein wahres Abenteuer. Männer, schlagt das Lager dort drüben auf. Ich plane die Arbeiten. Ich muss einige Vorbereitungen treffen. Sucht mich in der Feste auf, wenn ihr wissen wollt, wie die Arbeiten voranschreiten. Das ist schon merkwürdig. Die Kanna wirkt irgendwie männlicher als der Kerl. Naja, egal. Ach, guck mal da. Da folgt uns ja auf Schritt und Tritt.
Die Jungs und ich haben entschlossen, bei euch einzusteigen. Wir haben bei euch einen guten Platz auf der Straße gefunden und wir sind beinahe alle hergekommen. Wir können Botschaften übermitteln, Töpfe und Pfannen tragen, sogar Wasser vom Brunnen holen. Und euch natürlich einen Weg freiräumen, wenn es sein muss. Gebt uns ein wenig Zeit und wir bringen euch in jede Himmelsrichtung schneller als ihr denkt. Husch und ihr seid da. Das ist aber nett, das ist gut. Das gefällt. Unsere eigene Feste, ja, ja, das ist cool. Das gefällt mir. Es ist eine Ehre, euch zu dienen, Hauptmann. Ihr seid mit dieser Feste reich belohnt worden. Lange habe ich darauf gewartet, meine Klinge einem würdigen Meister zu bieten. Mein Warten hat ein Ende. Ob wir wirklich so würdig sind, ne? Ich meine, wir drücken ja auch kaum Schaden, aber... Oh ja, komm, wir wollen mal die Ehre hier erwidern. Es ist mir eine große Ehre, euch und die anderen in meinem Dienst begrüßen zu dürfen. Ihr seid zu bescheiden. Wir sind das Schiff und ihr seid der Wind, der uns vorantreibt. Es gibt noch viel zu tun. Die Feste aufzubauen kann Meister Wiedel übernehmen. Aber die Graumäntel auszubilden, ihre Befestigungen zu verteidigen, ist äußerst wichtig. Eine Handvoll Männer kann mit den richtigen Lehrern leicht ausgebildet werden. Aber Sir Neval hat schon bald 50 Männer versprochen. Und wenn die Feste wächst, wächst auch euer Gefolge. Wir müssen also mit den Grundlagen beginnen und aus diesen Bauern und Hirten Soldaten formen. Was ist neben der Ausbildung noch zu tun? Es gibt einige örtliche Bauersfamilien, die von der Feste Schutz erwarten. Wie schon in den letzten Jahren. Dieser Teil der Handelsstraße wird außerdem von Banditen heimgesucht, seit die Kreuzwegfeste vor langer Zeit in die Hände des Fürsten der Schatten fiel. Wir sind berechtigt, vorbeiziehende Händlerzüge zu besteuern. Aber bis die Straßen sicher sind, werden wir sie leer vorfinden. Händler bevorzugen sichere, längere Straßen. Besonders, wenn sie mehr Profit bieten. Aber all das steht und fällt damit, ob wir aus euren Graumänteln fähige Soldaten formen. Sonst noch etwas? Wie früher werde ich eure Befehle ausführen, wenn ihr weg seid. Sind die Männer erst einmal ausgebildet, können sie mehr Aufgaben übernehmen. Wenn wir hier über mehr Männer verfügen, kann ich mehr Sergeanten ausbilden, um die Männer zu führen und ihnen Aufgaben zu übertragen. Aber nur, wenn ihr Leute findet. Die Entscheidungen, die ihr hier trefft, wirken sich deutlich auf die Graumäntel und eure Leute aus. Nach einer Weile wird Lord Nasher gewiss direkte Befehle für eure Männer haben. Bis dahin müsst ihr sie befehligen. Na ja, dann. Na, bis jetzt sehen wir hier noch nicht wirklich aus, als hätten wir hier voll die große Armee. Ich meine, wer bist du eigentlich? Unkus. Hübsch habt ihr es hier, noch ein wenig baufällig, aber trotzdem hübsch. Ich bin Unkus, ihr seid beschäftigt, also mache ich es kurz. Ich habe einen Vorschlag für euch. Ich möchte einige meiner Geschäfte hier abwickeln. Ich beantworte keine Fragen und wenn ihr neugierig werdet, packe ich meine Sachen und verabschiede mich. Aha. Im Gegenzug besorge ich euch Käufer für alles, was ihr hier zu verkaufen wünscht. Absolut alles. Betrachtet mich einfach als kompromisslosen Händler, einverstanden? Solange ihr nicht gegen das Gesetz verstoßt? Seid ihr ein Novize der Türkirche oder wie? Ich habe mich doch klar ausgedrückt. Das ist euer Problem, nicht meines. Entweder kommt ihr damit klar oder nicht. Könnt ihr diskret sein? Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht wüsste, dass ich keinen Ärger bekomme. Solange ich nicht der Dorftrottel bin, erwarte ich, dass ihr mir eure Hunde vom Leib haltet. Schwere Entscheidung. Ich weiß nicht, was das bringt. Oder was das wird, wenn wir den jetzt wegschicken. Ob uns das jetzt derb in den Ruin treibt. Ob wir dann so langsamer vorankommen. Und wenn wir den hier lassen, was dann passiert. Das haben wir einfach mal einverstanden. Dann ist es abgemacht. Für die Nutzung eurer Feste und für Kooperation bezahle ich einen guten Preis. Aber Geld ist immer gut. Ich kaufe alles, was ihr bekommt. Und ich handle mit Informationen. Manche bekommt ihr auch kostenlos. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Lebt wohl. Dann können wir auch mit dem kaufen, das ist gut. Dann brauchen wir nicht immer nach Niven da zurück. Ja, guck mal, da hat nur eine Axt, ey. Also von daher... Seid gegrüßt, Hauptmann. So, ich würde mal sagen, wir machen hier wieder einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ach, der Kasavir ist auch da. Also, bis die Tage. Tschüss!